Dynamo Dresdens Ehrenspielführer Ulf Kirsten ist mittendrin im K-Block unter den 28.729 Fans und will sich das Duell gegen Münster nicht entgehen lassen. Genauso wenig wie natürlich Markus Anfang, der die Truppe von Sascha Hildmann explizit lobte. Münster ja seit 6 Spielen ungeschlagen, aber heute ohne ihre Stammkraft im Tor. Denn Johannes Schenk muss den erkrankten Schulze Nihus ersetzen. Rein ins Spiel, 5 Minuten rum, Borkowski mit dem Freistoß und das erste Mal knallt. Und zwar der Ball an den Pfosten. Manuel Schäffler, er vom Start weg aufgeboten für Stefan Kutschke, drückt das Leder an den Pfosten. Der junge Keeper Johannes Schenk wäre da wohl nicht mehr dran gekommen. Münster zu Beginn des Spiels tief in der eigenen Hälfte überlässt Dynamo Dresden sehr viel Raum. Die Sachsen können schalten und walten, wie sie wollen. Kammerknecht mit unfassbar viel Platz. Dann ist da Zimmer schied und der Ball kommt zu Schäffler. Das 1:0 in der 12. Spielminute durch Manuel Schäfflers zweiten Saisontreffer. Janu Terhorst, hier fälscht er unglücklich ab, keine Abseitsposition, regulärer Treffer. Und die verdiente Führung für die Sachsen, nur Dresden im Anfang dieser Partie offensiv in Erscheinung getreten. Und Dresden bleibt am Drücker, geht früh drauf, hohes Pressing, sie erarbeiten sich die Bälle schon tief in der gegnerischen Hälfte. Dann Hauptmann zu Tom Zimmerschied, aber der bleibt hängen am starken Rückhalt an Johannes Schenk, am 20-Jährigen, der heute sein Profidebüt feiert und das vor knapp 30.000 Zuschauern. Von Münster offensiv nicht so viel zu sehen, aber sie sind durchaus rustikal unterwegs. Luca Bazzoli schickt Niklas Hauptmann in die Werbebande, fährt den Arm aus, alles andere als gentlemanlike. Da kochen kurz die Gemüter hoch, aber beruhigen sich dann auch schnell wieder. Rein in Durchgang Nummer 2. Münster offensiv weiter blass. Das ist Tom Zimmerschied und der fordert Johannes Schenk. Tolle Parade vom jungen Rückhalt. Das kann man sich mal ausdrucken, einrahmen und abheften. Patsch! Es entwickelt sich ein Privatduell. Tom Zimmerschied gegen Johannes Schenk. Zweiter Versuch, Zimmerschied, zweite Parade, Schenk. Ja, der Bursche hat schon im DFB-Pokal gegen die Bayern gespielt. So holt man sich das entsprechende Selbstbewusstsein. Am Rückhalt der Münsteraner liegt es gewiss nicht, dass die Preußen zurückliegen. Offensiv aber kommt zu wenig. Und weiter rollt der Dynamo Express Richtung Münsteraner Tor. Und wieder ist es Tom Zimmerschied, der da schon an der 16er Kante lauert. Abzieht, aber verzieht. Am Ende verteidigt es Dynamo Dresden sauber nach Hause und gewinnt nur mit 1:0. Chancen waren genügend da. Dresden war die bessere Mannschaft insgesamt, aber für unsere Möglichkeiten, wir haben alles auf dem Platz gelassen, haben alles gegeben und ich glaube, dass wir damit eigentlich ganz zufrieden sein können. Es war ein schweres, sehr intensives Spiel mit vielen intensiven, harten Zweikämpfen, glaube ich. Teilweise ein bisschen zu viel des Guten. Ich finde, dass wir das heute gut wegverteidigt haben. Das Manko war, wir haben einfach zu viel liegen gelassen, gerade hinten raus. Da hätten wir das zweite Tor machen müssen. Sie haben es sauber runterverteidigt. Auch Ulf Kirsten ist zufrieden und kann wohl kaum noch den nächsten Auftritt von Dynamo Dresden erwarten. Am kommenden Sonntag dann in Saarbrücken. Für Münster gehen die Spiele gegen die hochqualitativen Teams weiter. Es geht Samstag nach Regensburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.